Ich will ehrlich mit euch sein. Mir war natürlich immer klar, dass es in Deutschland und in Österreich und auch in der Schweiz viele böse Menschen gibt. Aber dass die folgende Erkenntnis über 30% in dem Fall der deutschen Bevölkerung betrifft, das ist schon ein ordentliches Ding. Denn, meine sehr geehrten Damen und Herren, über 30% der Deutschen meinen, sie würden in einer Scheindemokratie in Deutschland leben. Na, geh, woher kommt denn das auf einmal? Ich verstehe es überhaupt nicht. Wie kann man nur zu so einem Schluss kommen bei der aktuellen Politik, die da so vorherrscht? Ich darf daran erinnern, dass zum Beispiel mein Land, das geliebte Österreich, abgestuft worden ist von einer liberalen Demokratie hin zu einer Wahldemokratie. Das bedeutet, man wirft alle paar Jahre mal einen Wahlzettel in eine Urne und betet dann einfach, dass alles gut geht. Und damit hat es sich auch schon mit der politischen Beteiligung des Volkes. Deutschland allerdings befindet sich noch nicht auf dieser Stufe der Demokratie, zumindest laut diesem Ranking. Das gilt übrigens auch für Australien. Und wer jetzt ein bisschen ein Insider ist und mitbekommen hat, wie gerade die große C-Politik in Australien die letzten Jahre ausgesehen hat, ist das dann schon sehr fragwürdig. Auf jeden Fall sagen jetzt viele böse Menschen aus Deutschland, dass sie in einer Scheindemokratie leben. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, es handelt sich ja hier um ein Mainstream-Blatt. Und aufgrund dessen ist dieses Ergebnis natürlich schockierend. Natürlich, denn man darf aktuelle Systeme unter gar keinen Umständen anzweifeln. Schon gar nicht, wenn sie dienlich der eigenen Sache sind. Denn am Ende könnte auf der anderen Seite ein besseres System herauskommen. Und das wollen wir natürlich nicht. Denn sind wir uns einmal ganz ehrlich, wer möchte schon in einem System leben, in dem keine Korruption vorherrscht, keine krankhaft ideologisch besetzten Politiker das Sagen haben, nun und Sachpolitik betrieben wird? Wer möchte schon in so einem System leben? Ja, wie gesagt, wahrscheinlich nur diese 30%, aber wir wissen ja, das sind Menschen, die man vielleicht im Alltag eher meiden sollte. Das sind böse Menschen. Ich persönlich zähle mich da übrigens auch dazu. Asche auf mein Haupt. Was im Übrigen noch ganz interessant ist, es gibt ein Ost-West-Gefälle und das zieht sich so durch sämtliche Umfragen durch und so auch in dieser. Und der Osten ist im politischen System, das aktuell vorherrscht, um einiges kritischer gegenüber, als es der Westen ist. Die Ostdeutschen sagen bis zu 45%, dass sie in einer Scheindemokratie leben und dass das politische System geändert gehört. Das ist fast die Hälfte der Ostdeutschen. Könnte das jetzt, und das ist eine wirklich sehr absurde Theorie meinerseits, könnte es sein, dass diese Menschen noch zu einem sehr, sehr großen Teil die DDR miterlebt haben und dadurch ein totalitäres System gewohnt sind? Könnte es daran liegen, dass sie dadurch sehr viel feinfühliger sind, wenn sich wieder Entwicklungen in diese Richtung ereignen? Ja, könnte es daran liegen? Nein, natürlich nicht. Da findet man mit Sicherheit wieder irgendeine wunderbare Ausrede eines Polit- oder Sozialwissenschaftlers, der dann einfach sagt, ja, die im Osten sind halt einfach nicht so helle. Nein, Spaß beiseite. Ich habe selber auf meinem Telegram-Kanal einmal eine kleine Umfrage gemacht und habe die Ostdeutschen angesprochen und gefragt, seht ihr Parallelen gerade in den letzten Jahren zu der DDR, wenn es ums politische System geht? Und ganz viele haben, oder die große Mehrheit, die absolute Mehrheit hat gesagt, ja, sie sehen Parallelen. Also diese Menschen sind einfach feinfühliger, denn sie kommen aus so einem System und erkennen daher frühzeitiger als vielleicht Menschen wie ich, die dieses System noch nicht erlebt haben, ui, hier geht aber einiges schief. Übrigens, kleine Anmerkung, kommt auf meinen Telegram-Kanal, da kann ich ganz ungefiltert nun einfach reden. Also schockierend ist dieses Ergebnis absolut überhaupt nicht für mich. Das Einzige, was ein bisschen schockierend ist für mich, ist, dass es sich nur um 30% handelt. Das müssten doch schon ein bisschen mehr sein angesichts der Politik, die aktuell da so betrieben wird. Aber gut, Luft nach oben gibt es halt immer. Und wenn wir uns ganz, ganz ehrlich sind, was tun wir denn anderes, als alle paar Jahre zur Wahlurne zu schreiten, einen Zettel reinzuwerfen und zu hoffen, dass wir nicht untergehen in den nächsten 4 bis 5 Jahren. Ich wünsche euch ansonsten wie immer alles Gute. Wie gesagt, kommt auf Telegram, da kann man etwas freizügiger sprechen und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.